Servus Leute, heute gibt's wieder einen ganzen Raid auf Shoreline und was soll ich sagen, es war Party im East Wing und alle waren eingeladen und irgendwie war ich der Gastgeber, aber ich will euch ja nicht zu viel spoilern, ich kann bloß sagen, es ging richtig, richtig zur Sache im East Wing. Schaut's euch einfach an, ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst, Link unten in der Description oder im ersten Comment und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video helfen immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Muss die Schmerzen wegarbeiten. Ah, jetzt kommen die guten Tipps. Der war schön, der Headshot. Ciao. Ah, hör auf! Sag bloß, Sanitizer ist da. Oh mein Gott. Komm hier rein. Danke. Meine Güte, was ist denn hier schon wieder los? Draußen Spieler in den Senator. Den hatte ich ja schon lange nicht mehr, den guten Senator. Ja, Bulentos. Leute, ich habe so viele Tipps inzwischen bekommen, was alles mit meinem Rücken sein kann, was ich machen kann. Ey, fuck! Das mit der Nate war kritisch, aber ich musste es machen. Holy moly! Holy moly, wo kommen denn die alle her? Was ist hier für eine Party? Paracetamol, das ist wahrscheinlich die absolut richtige Antwort. So ist es. Ey, ey, ey. Wie viele Kills habe ich? Eins, zwei. Warte. Ein? Fünf Kills und Senator. Kann das sein? Sag mal, ist die Taschenlampe heller? Was ist für eine Taschenlampe hier dran? Ah, ist eine X400. Alter, die ist ja viel heller, what the fuck? Eieieiei. Ja, danke. Danke, Senator. Sehr freundlich.
Sag mal, Leute. Wo kommt ihr alle her? Der ganze Server hier. Wo kommen die? Hier steppt noch was. Holy moly, ey. Besonders kommen sie einfach übers offene Feld gerannt. Ja, na, da liegen ein paar. PT braucht kein Mensch. Ey, ohne Scheiß? So viel war doch noch nie im Resort los. Den da habe ich, den da habe ich. Da ist noch die Wache, okay. Ihr wollt jetzt von mir, dass ich die alle loote, oder? So wie ich euch kenne. Habe ich mir schon gedacht. Loot, wir brauchen Loot. Ganz genau, Loot. Lausbub, danke für die 200, danke für den Loot. So. Ich bin der Meinung, ich hatte hier draußen noch was gehört. Das Problem ist halt, nicht, dass hier noch irgendwelche sind. Ganz ehrlich. Ich meine, okay, ich habe jetzt hier, glaube ich, 7 Leute gekillt. Kann das sein? So viele können es dann irgendwann auch nicht mehr sein. Moin, Soaking. Eine AK-416, ach du Scheiße.
Emrakul Level. Okay. Wir sind also ziemlich voll, habe ich das Gefühl. Ob die alle zusammengehört haben? Alrighty. Achso, ich muss noch halt die Ammo mitnehmen. Was ein Mac, ja, Servus Plex. 12 Stunden mit dem LKW, das hört sich ja spannend an. Ah, das ist auch ein Spieler hier, oh, der hat sogar eine gute RD. Eieiei. Oder eine AKM. Oh mein Gott. Voll das übertriebene Gemetzel, ey. So, mal sehen, was kann hier weg? Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Was hier passiert? Mir sind ein paar Leute reingelaufen. Ganz wilde Nummer. Was war hier liegen? Scheiß drauf. Stimmt, ja, der Vordergriff. Du hast recht, du hast recht. Den bringen wir weg. Mach hier dran, so. Mir sind ein paar Leute hier reingewandert. Gut. Dann schauen wir weiter. Wie viel Skill Level? 4. Und den Rest kriegst du über Quest Shooter Born in Heaven, Tag of Shooter 8 und hier Mentor. Die halt scheiß drauf. Halt, das müssen wir gleich nochmal holen. Oh, Nightwalker. Eieiei, was hängt hier schon wieder alles dran? Der Ultra.
Was ist hier drin? Okay, sehr gut. Noch mehr BP. Tommy! Moin, dankeschön für den Tier 2 im 16. Willkommen zur Gnabo-Falle, danke für den Support. Und schön, dass du schon so lange hier bist. Wie geht's, was macht das Leben? Shit. Die HK kann man auch nicht mitnehmen. Ist ein bisschen too much. Alrighty. BP kommt hier rein. Das fliegt mir weg. Das fliegt weg. So. Das hier rein. Gut, dann holen wir noch die. Das Dogtag von dem einen hier. Und dann hauen wir ab hier. Heute mal wieder etwas Zeit, das freut mich. Was macht der Rücken? Es ist definitiv nicht perfekt. Aber besser als gestern. Nehmen wir bloß das Dogtag mit, das reicht. Hey Starzec, es ist besser, ja. Mal sehen, ob es so bleibt. Ich war heute nicht so viel am PC gesessen. Ich mach jetzt noch schnell die zwei wichtigen, die wichtigen Räume hier und dann gehen wir. Welche Scavbox lohnt sich am meisten? Grundsätzlich Moonshine. Ah, ich wollte noch eine. Stimmt, da ist draußen noch eine Blackrock, ja, die holen wir gleich noch. Hast recht. Für 15k. Ich meine, wenn man es umrechnet auf die 15k, klar ist das am besten. Aber letzten Endes kriegst du bei 50k halt nicht viel raus, ne? Ich glaube, beste Preis-Leistung kriegst du bei 85k. Aber wenn du halt mehr reintust, ne, so ein Moonshine lohnt sich auf Dauer halt am meisten. Wenn du es dir leisten kannst. Und noch so ein Ledex zum Abrunden. Ey, ist krass, das Licht ist viel, viel heller als so ein D-Ball. 95k, ja. Sind wir aber nicht so kleinlich, ne? Moment, der leuchtet, die leuchtet auch viel weiter. Ja, die Taschenlampe leuchtet viel weiter, die X400. Okay. Läuft? Naja, wenn es läuft, ist doch okay, oder? Okay, danke für die 400 Bits. Guten Morgen an alle. Meine Cam-Halterung hat komisch gezuckt. Keine Ahnung, was da wieder los war. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ganz komische Sache hier. Ganz komisch. So.
Jetzt können wir hier einmal droppen. Okay, Leute, ich hätte gesagt, wir gehen, oder? Klingt doch vernünftig. 60 Kilo, Mule ins Gesicht. Komplett voll. Könnte schlimmer sein. Servus, Yuki. Danke für den Support. Omstar, hast du möglicherweise recht, ja. Vielleicht liegt es auch daran. Aber krass, was da in Eastwing gelaufen kam. Das hatte ich so schon lange nicht mehr. Und dann ist auch noch Senator da. Schon den 7900X und AM5 vorbestellt? Nee. Ich warte auf Benchmarks, aber ich denke, ich werde erst auf die 7000er Serie umsteigen, wenn es zum Beispiel einen 7800X3D gibt. Sowas in die Richtung. Und mal auf Benchmarks warten. Ich glaube, der 5800X3D ist bis dahin noch ausreichend. Sie haben gesagt, dass die 3D-Variante kommt. Bloß nicht am Anfang. Kannst du... Ja, ich glaube, ganz so funktioniert es nicht. Ich meine, ich habe ja, wie lange habe ich jetzt den 5800X3D? Nicht mal 4 Monate? Na, wir wollen ja mal nicht in voller Dekadenz hier alle 5 Monate neue CPU kaufen. Nee, nee, nee. Reicht gerade noch so, ja. Ich glaube, ich komme noch über die Runden. Ja, ich sag mal, wäre ich kein Streamer, dann würde ich auch sagen, muss für 2-3 Jahre auf jeden Fall reichen. Aber, ne, wenn man abgehobener Streamer ist und schon ein Lambo in der Garage hat, dann kann man sich auch mal neue Hardware gönnen. Machen uns nichts vor, Sabu. Ekelhaft abgehoben. Entspricht übrigens hundertprozentig der Wahrheit, was ich hier erzähle. Ja, nur weitergeben ist auch... Es ne, ist jetzt nicht so, dass ich das Zeug geschenkt bekomme, Tommy. Außer der Lambo. Der Lambo war natürlich, ne? Der ist hundertprozentig ernst. Das sind doch die spannenden Runden, Pete, oder? Die machen Bock. So, Leute. Wir machen, glaube ich, mal ein bisschen, wie heißt Hallo YouTube, oder? 15.000 XP. Wie viele Kills waren's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kills. Und der gute Proktolog. Und der Senator. Und sein Laborant waren auch noch am Start. Kann man nichts sagen, ne? Macht mal Hallo YouTube im Chat. Macht mal alle Hallo YouTube. So.
Aber krass, was da los war, ne? Wann war hier der erste? Okay, das war der, den ich von hinten erschossen habe. Dann rein, Senator gekillt, dann der außen bei 3 Minuten. Ja, bei 7 Minuten war dann der ganze Spaß vorbei. 7 Minuten war die mehr bald. Dann hatte ich schon 7 Kills. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So ist Mo. Gut, dann machen wir hier wieder aus. Together.